macht Spaß, hier im Gras zu liegen. Hey, ihr zwei Mädels. Warum liegt ihr denn auf dem kalten Boden? Das ist doch kein Boden, das ist das Gras. Aber wenn es euch dann kalt wird, dann müsst ihr aber aufpassen, weil dann, wenn euch kalt wird, dann seid ihr morgen im Krankenhaus. Und deswegen, wir wissen, also wenn euch jemals kalt wird, dann steht bitte auf. Und wenn noch nicht, dann müsst ihr noch nicht. Aber bitte sowas nicht im Winter machen. Jetzt ist ja Frühling, das geht ja noch. Der letzte Tag. Hallo Valentin, was machst du denn hier? Ja, hallo. Bitte nicht zu schnell drehen, okay? Weil, wenn ihr zu schnell dreht, dann fällt hier noch einer runter. Entschuldigung. Eben gerade wollte halt hier der Tom, der halt links neben mir ist, ein bisschen schneller sein. Aber nicht zu schnell. Ja, okay. Aber dann bitte nicht noch schneller. Okay. Hoffentlich bemerkt mich keiner. Ich bin ja eine Fee. Deswegen. Oh, ich trinke mal lieber mein Stück Feenwasser. Das war doch lecker. Ein schönes Mädchen. Hoffentlich erwischt sie mich eigentlich nicht. Wir können mal weiter spielen. Weißt du, Anna? Ja, Marie? Sollen wir denn nicht Rapunzel spielen? Idee. Aber vielleicht will die Julia noch so da hinten mitspielen. Ja, ich glaube, sie hat sich mit den Jungs gestritten. Nee, Anna, ich hab's gesehen. Halt, sie wollten ein Spiel spielen, das hat ihr nicht gefallen, deswegen ist sie schaukeln gegangen. Aha. Okay, ich wusste das ja nicht. Ist ja nicht schlimm. Wer sollten die Rapunzel sein? Die schon mal nicht, weil orangene Haare hat die Rapunzel hier auch nicht. Du hast schwarze Haare, geht auch nicht. Übrigens haben wir hier so kurze Haare. Aber du kannst doch die Rapunzel sein. Du hast blonde, ein bisschen längere Haare als wir. Meinst du? Ja, komm. Wir gehen, dann machen wir einfach die Bäume und wir schieben einfach das ganze Gras dahin. Ja, so ist doch schön, oder? Oh ja, überall Pflanzen, da kannst du ja nirgendwo wegrennen. Und da oben kannst du noch schlafen, weil da habe ich die gefragt, die Erzieherin, ob sie eine Matte ausleiht. Da habe ich die Matte dann hingelegt, damit du dich hinlegen kannst oder hinsetzen kannst. Ja, gute Idee von dir und sehr lieb. Sollen wir vielleicht die Annika da hinten fragen, ob sie mitspielen will? Keine gute, also gute Idee, aber keine schlechte. Ja, das hat man auch eben gerade gehört. Vielleicht will sie auch mitspielen. Die Julia. Natürlich kann die mitspielen. Was ist denn daran denn so schlimm? Ja. Komm, wir fragen als erstes die Annika. Hey, Annika, was liegst du denn da so faul rum? Komm mit uns spielen. Och nee, ich will hier mich ein bisschen sonnen. Och, Annika, komm, spiel doch mit. Es ist schönes Wetter. Komm schon, bitte, bitte. Wir haben keinen Pass zum Spielen, nur wir beide. Das ist langweilig. Was spielt ihr denn da? Rapunzel, die Marie ist die Rapunzel, Annika.
Ich habe gerade keinen Spaß. Und was bist dann du und ich? Ja, wir beide sind ihre Schwestern. Wir wollen dann zu ihr. Wir sind ihre kleinen Schwestern. Sie ist ja auch in echt älter. Deswegen. Okay. Wollt ihr denn nicht auch noch die Julia fragen? Das wollen wir, aber du musst dann mitkommen. Okay, ich bin so müde, aber egal, kann mir spielen. Oh, Julia, willst du nicht mit uns mitspielen? Warte mal, der Valentin möchte mir was sagen. Ja, Valentin? Schaukel bitte nicht so schnell, sonst fällst du runter. Ja, Valentin, kannst du beim Mittagsschlafen uns dann noch eine schöne Geschichte erzählen? Natürlich kann ich das. Warum nicht? Ich habe dann auch gar nichts zu tun und schlafe schon fast selbst ein, weil ich darf ja nicht schlafen. Ja, dann kannst du es machen. So, jetzt, was wollt ihr denn? Julia, wir wollten dich hier was fragen. Willst du denn nicht mit uns mitspielen? Ja, aber was spielt ihr denn? Rapunzel, die Marie ist die Rapunzel. Was sind wir dann alle drei? Wir sind ihre kleinen Schwestern. Du kannst ja auch die Mutter sein. Ja, ich liebe Mutter zu sein, aber am Anfang, da sind wir noch so auf der Schaukel. Oder auch, da legen wir uns auf dieses schöne Gras, jeder zu zweit. Dann mache ich mit der Julia. Okay, dann macht ihr zusammen. Ist das okay für dich, Julia, wenn du mit der Marie sich hinlegst? Natürlich, wenn sie auch die Rapunzel ist und die Älteste. Ja, also dann bin ich, also dann bin ich so drei. Du, Anna, bist noch drei? Ja, das passt zu mir. Ich habe so einen Bauernhofanzug, aber egal, das kann ja auch das Babyanzug sein mit dem Igel. Ja, natürlich kann es doch sein. Ja, du bist die Dreijährige. Dann bin ich die Fünfjährige. Annika, du bist die Fünfjährige. Ja, okay. Und wer bist du dann, Marie? Ich bin so 10. Glaubst du nicht? 8 oder 7? Nö, 10 ist besser. Das ist meine Lieblingszahl. Okay. Valentin, spielst du mit? Nein, ich muss ja auf die Kinder aufpassen, damit sie hier nicht so schnell oder hier etwas noch anstellen. Okay. Ich bin die Mutter, dann bin ich so, warte. So, ich bin so 25, noch ein bisschen jünger. Okay. Dann legen wir uns noch aufs Gras. Ja, kommt. So, kommt, Kinder. Wir legen uns aufs Gras. Okay, Mami. Sollen wir danach zur Eisdiele fragen, ob wir mit den ganzen Kindern dahin gehen sollen? Nee, ich habe eine bessere Idee. Nur wir vier gehen zur Eisdiele und fragen, ob wir alleine dahin dürfen hier vom Kindergarten. Da ist ja nicht so weit ein Café. Ja, Kaffee und Eisdiele meinst du? Ja, und ich glaube, da sind Tische und Stühle genau für Vierer. Ja, nur für Vierer. Guck, eins für Mami, eins für Papi und für zwei Kinder, wenn es zwei sind. Und wenn drei, dann legt sich halt das ganz Kleinere auf den Schoß von der Mutter. Und wenn vier Kinder, dann halt eins auf den Schoß von Papa.
Und so platzen sich eigentlich alle dann dahin. Ja. Das machen wir danach, wenn wir mit Rapunzelspiel fertig sind. Okay, jetzt fangen wir aber mal an. Ich bin die Mutter. Ich bin das Baby. Ich bin das fünfjährige Kind, das Kind. Und ich bin die Älteste, die zehnjährige. Also dann, fangen wir jetzt los. Dann, Mami. Ja? Was willst du denn? Darf ich ein Eis vom Kühlschrank? Nee, es ist gerade mal so, Winter schon fast oder Herbst. Okay. Aber in echt ist es ja jetzt so ein bisschen Frühling. Dann bin ich die Älteste und du, Anna, wir beide, wir werden dann nach oben gehen. Du bist die Kleinste und ich bin die Älteste und dann sind wir beide halt Rapunzel. Oder wie willst du heißen? Ariel. Okay, weil du hast auch Grünes an. So, dann werden wir in der Nacht abgehauen. Komm, leise nach oben. Oh nein, das wächst ja so schnell, wenn wir nach oben gehen. So schnell wir auch gehen, desto schneller wachsen auch hier die schönen Bäume. Warte, wir sind, wenn wir hier ins Schloss klettern, echte Prinzessinnen. Und wenn wir Prinzessinnen sind oder Könige, dann ist alles so schnell, wie wir auch sind. Und dann wird alles so, wie wir es auch möchten und sagen. Genau. Ja, also jetzt komm schnell nach oben. Komm schon, schneller, Baby, komm schon. Ja, ich komme schon, ich bin schon fast da. Ja, du bist schon fast am Platz. So, noch eine Minute, dann bin ich oben. Oh, Schwester. Och, Manu, jetzt ist hier das Ganze voll gewachsen. Ich hoffe, unsere Eltern machen sich keine Sorgen. Es ist ja schon so morgens und fast mittags. Och Mann, ich hab so Hunger. Ich auch. Weißt du, jetzt wohnen wir hier für immer und ewig. Weil das ist schon langweilig mit unserer Mutter und hier Schwester zu sein. Guck mal, hier ist die Rutsche, da können wir doch nach unten rutschen. Ja, genau. Und wenn wir oder wir können einfach von hier oben auf die Schaukel springen. Kannst du doch, oder Anna? Ja, kann ich. Warum nicht? Aber so von der Rutsche dann bis dahin zu laufen, da werden uns alle immer fragen, was spielst du und bla bla bla. Und so, und das möchte ich halt nicht so gerne. Ich mag es auch nicht so. Aber wir können ja von hier springen. Ist doch kein Problem, oder? Ja, natürlich. Hast du das gehört? Ja. Jetzt bleiben wir richtig still. Oh, auf dem Kopfkissen liegt ein Teller. Oh, ich habe so Hunger wegen dem Teller jetzt gekriegt. Ach du meine Güte, da unten liegt doch Essen. Ja genau, aber komm, wir können es doch einfach so da so nehmen. Woher weißt du denn, dass es gesund oder ungesund ist oder dass es essbar ist? Ja, aber du hast doch heute Morgen gesehen,
dass die Frau Sommer das dahingestellt hat. Ich glaube, da warst du noch nicht da. Okay, dann komm, wir rutschen runter und holen es mit dem Teller. Oh, komm schon, Marie. Was tröstest du? Ja, ich muss noch rutschen. Ach, aua. Bist du verrückt? Jetzt bin ich hingefallen. Der Teller wäre ja fast zerbrochen. Ach Marie, was hast du denn jetzt gemacht? Mein Popo tut so weh. Warum hast du denn nicht einfach geguckt, dass ich da noch so stehe? Du könntest dann mir sagen, geh mal kurz zur Seite, ich rutsche. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ich hab dich halt nicht so richtig gesehen. Dachtest du, ich wäre hier die Kartoffel? Nein, ich bin hier doch keine Kartoffel. Oh, weißt du, beim nächsten Mal guckst du aber eine Minute kurz. Okay. Hallo, ihr besten Zuschauer der Welt. Also, heute haben sich die Kinder echt gut gefreut, oder? Ja! Und deswegen, wenn ihr mit mir befreundet sein möchtet, dann abonniert meinen Kanal und wir werden für immer Freunde sein. Zunächst kommt eine neue Folge. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann drückt doch Daumen hoch und dann wird ihr doch gar keine mehr verpassen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.